Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen heute mit Danny Williams mit Manchester United gegen Schachtar. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Alles klar, Friends. Wir sind verbunden mit unseren Kommentatoren. Wir sind auf dem Spielfeld und wir spielen gegen Schachtar Donetsk. Im letzten Part habe ich nicht wirklich viel mit Williams erreichen können. In diesem Part soll das anders werden. Ich hatte da im letzten eine Bewertung von 6,9. Wie Manchester United heute spielt. Geht er rein? So, das war schon mal der erste Schuss von mir. Stepanenko. Ich will mich diesmal wirklich erinnern, dass ich den Ball auch anschneiden kann. Wir spielen Champions League, wie wir eben gehört haben. Ist quasi Debüt hier für den einen vom anderen. Ah, den hätte ich eventuell hochspielen müssen. Ah. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Komm schon, komm schon, komm schon. Alexis Sanchez am Ball. Direkt nach vorne. Was gibt's zu Alexis Sanchez zu sagen? Der Chilene ist schnell. Verdammt. Gefällt mir aber immerhin schon besser als im letzten Part. Da kam ich gar nicht durch irgendwie. Wird schwer für sie werden, ihn über die gesamte Distanz auszuschalten. Schein abgeblockt. Mal sehen, wo er hinwerfen wird. Wahrscheinlich hier zu dem Kollegen hier vorne. Nein. Rakitski. Da war noch ein anderer frei. Tyson. Mal gerade reingeslidet. Pogba jetzt. So, und wir sind wieder unten. Williams. Ah. Scheiße. Der Chilene wird vermutlich heute versuchen, auf seiner Seite. Und den können wir locker wegköpfen. Jawohl. Er ist sicher derzeit einer der stärksten. Williams ist wahrscheinlich hier sehr kopfballstark. Warum rennt er nicht nach vorne? Er hat die Technik, um so eine gute Aktion. Marta. Komm schon, komm schon, komm schon. Aus komm schon. Dem Angriff können Sie nichts. Och. Ich habe noch passen Maxim gedrückt nach oben. Chef. Das wäre es gewesen. Hey, Schiri, Alter. Jetzt Williams. So. Er wird gedeckt wie ein Hund. Da gewinnt er den Zweikampf. Maxim Heftig. Malischew. Wow, ins Gesicht. Sehr schön gut abgeblockt. Gemacht. Er hat den Ball erobert. Herr Robert. Erster Spieltag in der UEFA Champions League. Bouchier. Heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Komm. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich. Oh. Ismaili. Scheiße, ich bin Stepanenko. Aus Versehen auf den Gerätknopf gekommen. Orbitz. Oh. Diesmal habe ich ihn erwischt. Mann, ich muss ein Tor schießen mit der mit dem Kollegen. In wow. Im ersten Champions League Spiel da ein Tor zu schießen mit ihm wäre mit Sicherheit nicht schlecht. So, wir gehen mal locker an die Sache. 33 Minuten. Und nun Mata. Ey. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Den wollte ich überhaupt gar nicht anspielen hier. Malos. Ja. Williams. Ja. Alexis. Komm schon. Komm schon. Geht nach innen. Gut auf. Und jetzt der Schuss. Ja, Mann, da ist es. Absolut oh, ich habe die Luft angehalten. Konzept geht aus. Sie liegen vorne und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Guck dir das an. Sehr schön. Nochmal im kurz vorm Fünfer mit dem Hackentrick. Tolles Tor, den platziert er direkt neben dem Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Zack, Hacke rein, Alter. Richtig nice. Und damit also die Führung für Manchester United. Ja, nicht nur die Führung, sondern auch im Debütspiel von Danny Williams, wie gesagt, das erste Tor. Malos. Mal sehen. Vielleicht legen wir noch direkt einen nach. Vielleicht kriegen wir auch direkt einen rein. Gutes Tackling. Jetzt Matic. Hier diesen Pass. Weg ist komm, Passspiel im Moment sehr gut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, Ecke. Den Ball hat er. Oh. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Uschi. Da habe ich dem Torhüter noch einen mitgegeben mit der Aktion.
Nicht schlecht. Ja, wir sind hier nicht zimperlich unterwegs. 7,5 die Bewertung. Ich glaube, das Ding ist gerade ein bisschen runtergegangen. Wegen der Aktion Stepan mit dem Torwart hier, aber ja, 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist mir egal. Butko. Ganz einfach an den Ball gekommen. Butko hört sich an wie irgendwas Leckeres. Irgendwie ein Gulasch oder so. Wow, da hat er sich noch geduckt. Ey, im Angriff. Zur Pause. Okay. Wir führen. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen, du musst auch den Ballbesitz in der Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Ja, ist ja gut. Und damit gehen wir den Ball halten. In diesem Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und bisher ist das eine interessante Partie. Maxim Malyshev. Ballgewinn jetzt von Manchester United. Oh. Hä? Komm schon. Nun Ander Herrera. Und nun Alexis Sanchez. Williams. So. Paul Pogba. Guamata mit der Chance. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Abseits. Egal, so oder so, warum pfeift er denn das Ding dann so spät? Das waren bestimmt 2 Sekunden noch. Wenn das Abseits war, hätte er den mal ruhig direkt pfeifen sollen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Unten oder oben? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie das war knapp. Alle 5 in der Hand. Klasse Aktion da. Klasse gemacht. Ah, da sind wir noch dran gekommen. Aber fängt diesen Ball ab. Oh, wieder abgefangen. Sehr gut. Juan Mata. Ah, da wollte ich ihn austricksen, aber es hat absolut nicht geklappt. Oh! Und das ist der Ballverlust. Das ist der Ballverlust. Danny Williams. Ander Herrera. So, wir machen hier mal ein bisschen Trickspiel. Nun Ander Herrera. So wie wir das gelernt haben. Lassen den Ball laufen. Die Chance jetzt. Da werden sie fast für ihre passive Einstellung bestraft worden. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Jetzt müsste der Trainer eigentlich doch mal umstellen. Nur mit Defensive geht das doch nicht. Nur mit Defensive? Wer spielt denn die Defensiv? Die gegnerische Mannschaft? Komm schon, jawohl. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Komm schon. Ja. Oh. 7,7. Okay, wir spielen den Ball mal hier hin. Mata führt diese Ecke aus. Oh. Bisschen weiter nach unten zielen, glaube ich, bei den Ecken. Das war jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, dass ich den Ball so mit dem Kopf übers Tor gesammelt habe. Oh. Ob ich wohl noch über die 8er-Bewertung komme? Ja, 68. Minute, Alter. Easy. Ismaili. Stepanenko. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Tor hin. Oh, das war knapp. Das war nichts, da habe ich mir aber auch keine Sorgen gemacht. Leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Matic. Oh, das war aber knapp. Ei. Sie holen sich den Ball. Komm. Nur Matic am Ball. Nee. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Nee, auf keinen Fall. Das war kein guter Pass. Ich habe irgendwie Hunger. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Das könnte ich mir nochmal zu essen machen. Ich glaube, ich bestelle mir mal heute was. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Der war mehr oder weniger für mich, aber auch. Das könnte gefährlich werden. Dann wieder nicht. Oh, super, shit. Jetzt die Flanke. Komm, Torwart. Oh. Alter! Alter! Richtig! Den Ball hat er sicher! Wir müssen hier definitiv. Wir haben erst ein Tor Vorsprung. Wenn die hier noch eins reinlatzen. Oh shit. Dann, oh shit! Oh, dann ist das nicht so gut, wollte ich sagen. Das ist natürlich ärgerlich. Nee, sie ist natürlich. Alter, was ist denn hier jetzt los? Da hauen sie mir aber hier die Bälle um die Ohren. Und ich sag noch so voll, so, ja, klar kriege ich die Bewertung über. Ha!
Über 8. Noch hin. Und Williams. Ach komm. Der Verteidiger ist dazwischen. Einwurf jetzt. Einwurf. Aber wir haben 8,0. Die Führung soll jetzt verteidigt Scheiße. Werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Jones. Die Mitspieler bieten sich an. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt können sie es entscheiden. Ich hätte schießen müssen. War zu nervös. Aber keine schlechte Gelegenheit. Oh, faul. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Hau ihn einfach um. Maxim Malyshev. Einfach umhauen jetzt. Ha. Jetzt nice. 1-0. Erstes Champions League Spiel. Mit Danny Williams. Schlachtbar Donetsk. Nice. Das war doch ein schickes Ding, oder nicht? Beeindrucke den Boss. 7,9. Ja, sind wir doch nicht über die 8,0 gekommen. Zwei Gelegenheiten rausgeholt. Ich habe diese Leistungsziele irgendwie gar nicht gesehen. Aber wir haben alle erfüllt. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. So. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein kleiner Ladebildschirm. Und dann kriegen wir wahrscheinlich einen kleinen Trainingstag um die Ohren. Ballert. Ja, natürlich. Ich habe das erste Tor gemacht. Wir müssen cooler werden. Oh, Wahnsinn, Mann. Die Energie der Fans ist sensationell, unbeschreiblich. Echt. Die ganze Atmosphäre. Sowas habe ich noch nie vorher erlebt. Sie sagen es. Mhm. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Champions League. Oh, vielen Dank, Mann. Vielen Dank, Mann. Immer an der Wand lang. 7,9. Alles klar. Oh, und wir befinden uns im 78er Bereich. Was haben wir denn hier jetzt? Gut, wir haben das Interview gehabt eben. Das war ja schon wie ein kleines Video. Und er wohnt immer noch in seiner Wohnung da mit den alten Töpfen oder was ist hier los? Oh, was haben wir denn hier? Das muss ich mir mal gerade angucken. Wir haben irgendwas Camouflage-mäßiges. Und Paris Saint-Germain gegen Manchester United. In diesem Spiel, da haben wir eine kleine Aufgabe. Da müssen wir drauf achten. Da müssen wir definitiv ein Tor schießen. Ich gucke mir meine Aufgaben mal jetzt sofort an. Wenn wir da zum Stadion gehen, können wir uns hier noch angucken. Oh, es ist direkt das Video. Dann wird natürlich eine kleine XXL-Folge hier, ey. Oh, da ist der Brother. Er guckt noch nicht mal hin. Weihnachten bei den Williams wird ganz sicher ein Spaß. Ein Spaß? Das wird ganz sicher ein Spaß. Guck mal, er freut sich schon. Wahrscheinlich will er uns irgendwie ein bisschen heftig angehen. Dann werden wir bestimmt unsere Probleme haben. Erziele in beiden UEFA Champions League Gruppenspielen gegen PSG ein Tor. In beiden Gruppenspielen. Okay, Friends. Los geht's. Spieltag 2 in der UEFA Champions League. Liebe Fußballfreunde, willkommen in der Königsklasse. Wolfus und willkommen in der Königsklasse. Ich bin gespannt, was wir daraus machen werden. Wir sind wieder in unseren Glückstrikots unterwegs. Schön lachsig. Ein Ablachsen hier. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3. Ich denke mal, wird viel über die Außen, viel wird nicht über die so leicht werden. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United gegen das Team. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage aus dem... das war nicht so gut. ...immer wieder nach vorne reingestoßen und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Matic. Juan Mata. Oh. Oh, die gehen hier echt gut ran direkt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Die gehen hier echt gut ran. Super gemacht. Gut in den Lauf. Natürlich kein Abseits. Mein lieber Schwab, oh. Das war gefährlich. Im Strafraum Shit. Kann Mbappé. Oh, direkt in die Arme des Keepers. Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Shit. Freistoß. Oh, please no, Alter. Please no. Please no, please no. Oh. Ganz knappe Geschichte. Toller Freistoß. Alles richtig gemacht. Eine Bewertung von 5,9 von Danny Williams. 5,9. Von der Papierform her würde ich sagen, eine enge Angelegenheit. Oder hast du einen Favoriten? 5,9, Alter. United wird es darum gehen, von Anfang an konzentriert aufzutreten. Wie soll man denn hier mit ihm ein Tor schießen?
Alexis. Nee, falsche Richtung, Mann. Falsche Richtung. Da hätte ich abziehen können. Aber ansonsten, puh, wird das echt schwierig. Ist schon ein faszinierendes Bruderduell. Danny gegen Terry Williams. Stürmer gegen Verteidiger. Newcomer gegen Routinier. Okay. Ein Mann, der nach oben will, gegen einen Mann, der schon ganz oben war. Oh, ja, 2010 war das. Da konnte Terry das war knapp. Die UEFA Champions League gewinnen. Mit Inter damals. Klingt mit natürlich auf dem Papier nach einer klaren Sache. Da müsste ja eigentlich Terry als der Ältere die Nase vorn haben. Aber man hat das zuletzt schon gemerkt. Terry ist so nervös. Jetzt wollen wir mal gucken. Gegangen. Der weiß natürlich, der Danny hat jede Menge Talent. Hat oh diesen Will. Martin, komm schon. Super gemacht. Schuss. Gut oh. Das war die erste Chance. Immer noch 5,9. Immer noch 5,9. Hier wird alles gedeckt. Nee. Ferrati. Den wollte ich auch gar nicht anspielen. Also manchmal haben ist der Pad zu Spieler, die Verständigung ist irgendwie ein bisschen komisch. Kann am Pad liegen. Kann an mir liegen. Ne? Spieltag 2 in der UEFA Champions League ist schon klasse, wie dieser Wettbewerb angenommen wird. Und das seit ja, genau vielen, vielen Jahren, Wolf. Der Triumph 4, der ist super. Oh, den muss ich machen. Alexis Sanchez. Jawohl. Wenigstens die Vorlage ist drin, wir werden nicht ausgewechselt. Aber ich muss immer noch ein Tor schießen. Das gibt mir natürlich ein bisschen den Entspannungsvorteil hier. Wir machen weiter Druck. Neymar jetzt. Cavani. Neymar. Ball bei Cavani. Und das war's mit dem. Doch nicht. Sehr optimistisch. Jetzt aber. Auch nicht. Immer noch sehr optimistisch. Jetzt aber. Junge, Junge. Philipp Bernhard. Williams. Ja, wenn ich mit Williams verteile, kann ich mit Williams kein Tor schießen. Jetzt Matic. Matic, super gemacht. Jetzt wird's gefährlich. Was? Oh! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Oh, da habe ich wieder die Luft angehalten. Guck dir das mal an. Sieht wieder einmal. Er ist ein Hecht. Paff. Das wäre wieder kurz vorm Strafraum gewesen. Oh, mal gucken, ob wir hier mit. Ob wir hier jetzt mit der langen Latte einen reinkriegen. Nee, ich spiele nicht mit ihm. Der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Mata. Danny Williams. Ja! Das Tor. Da ist es. Viel über dieses Bruderduell geredet. Oh. Und hier setzt sich Danny durch. War das, wie er die Fahne umkickt. Das war gut. Digga, das war gut. Gucken wir uns auch gerne nochmal an. Kopfball, Pass, Pass, Pass. Das war so knapp. Also in dem ersten Spiel gegen PSG haben wir schon mal ein Tor geschossen. Das heißt, wir müssen nur noch im zweiten ein Tor schießen. Jetzt haben wir hier einen kleinen Vorsprung von zwei Toren. Und jetzt werden wir ganz ruhig das Ding nach Hause fahren. Ganz ruhig. Da trennt er ihn vom Ball. Und Danny Williams rennt nicht hin. Es gibt 3 Minuten oben drauf, wurde gerade angezeigt. Neymar. Nee, 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 nee. Neymar. Oh. Flanke soll zu Cavani. Nee, nee, nee. Oh. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Was für eine unglaubliche Parade. Junge. Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ja, ja, ich auch. Neymar mit der ist nie Ecke. Gut. Ball kam gut. Und gut weggeköpft. Hier haben wir den Ball schön angenommen mit der Brust. Oh shit. Nee, Keeper, Keeper. Oh. Gute erste Hälfte. Da wollte ich gerade wieder aufbauen, ey. 2:0 sind wir in Führung, natürlich. Da lassen wir Neymar erstmal alt dastehen. Super Feedback vom Trainer. Wir haben eine Bewertung von 8,0. 8,8. 8,8 sogar. Ja, wir werden die Führung ausbauen müssen. Nur Matic am Ball. Matic, super gemacht. Ja, der Pass war echt nice. Okay, das war's nicht. Wir erleben hier eine spannende Partie in der Vorrunde der UEFA Champions League. Oh, lassen den Ball hier gut durch meine Reihen gehen, aber da haben wir den Ball wieder erobert. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen.
Ja, da gewinnt er den Zweikampf. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Schöner Pass. Schöner Pass, oder? Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Juan Mata. Ah, oh, da haben wir uns den Ball abnehmen lassen. Das war nicht so gut. Cavani. Pass von Cavani. Mbappé. Mbappé. Nee. Gefallen nach dieser Hereingabe. Manchester United will einen Wechsel vornehmen. Aber nicht mich. Sie sind geduldig und so, wir versuchen jetzt den Ball hier wieder rauszuholen aus dem Strafraum. Zack. Das war der erste Streich. Eine Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Philipp Bernard. So, ja. Nochmal locker nach hinten. Bisschen Luft schöne machen Aktion. Zum Verteilen. Alexis ab nach vorne. Da kommt und die Hereingabe. Oh. Kaschett. Oh. Chance jetzt. Lebt noch. Ach. Geklärt von Terry Williams. Aha. Der Pass da haben wir das erste Mal den Namen gehört. Sicher. Oh, shit. Oh, shit. Okay, und er geht weiter nach oben. Und wieder zurück. Jetzt Terry Williams. Cavani. Das macht er gut. So, so. Nein. Oh, das war knapp. Oh. Pass von Pogba. Und letzten du, Endes. Genau. Dann doch nochmal den Ball verloren. Marco Ferrati. Ferrati. Ich möchte hier kein Gegentor. Ferrati. Nee, so nicht. Ja, wir haben 72 Minuten auf dem Tacho. Da kann ich mal ein bisschen hier mit dem Keeper so ein bisschen rumstolzieren. 6 Sekunden. Bisschen ausgereizt das Ganze. Und Matic. Williams. Jetzt Mata. Wollen wir mal hier den machen? Da kommt der Schuss. Oh. 9,1 mittlerweile. Aber der Torhüter jo, das war wirklich. Und kann den Ball halten. Slightly good. Diese Shanks. Shanks. Gute Aktion, Mata. Shanks. Und damit erstmal Chance. Keine Gefahr geklärt vom Torwart. Shanks, Alter. Wer war denn nochmal Shanks? Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt ist haben sie nicht irgendwie mal ein Anime-Charakter? Mbappé. Shanks? 10 Minuten sind noch zu absolvieren. One Piece? Irgendwie so. PSG über außen, da ist Platz. Pogba. Danny Williams. Er überzeugt heute als Passgeber. Ja, Mann. Valencia. Vorteil gegeben. Mata. Williams am Ball. Oh. Oh. Terry Williams. Jetzt Bernard. Oh. Ich bin hier schon wieder echt drin hier. Meine Atmung setzt aus. Eine 9,2 haben wir auf einer Bewertung. Echt richtig gut. Guter Doppelpass. Jetzt. Oh. Den Ball. Ich hätte den weiter und stärker Klasse drücken müssen. Gemacht. Aber ich denke immer, ich schieße übers Tor, ey. Wir haben 88. Jara. Auf der Uhr. Jetzt am Ball. Oh, ich bin gefallen. Oha. Der weite Ball soll auf Cavani gehen. Zack, zack. Gaio passt hier auf. Und Abpfiff. Passiert nicht mehr in dieser geil. Sieg der am Ende war für Danny nicht Williams schlecht. Seine Mannschaftskollegen. Schöner Erfolg. Buh. Sieg gegen PSG. Und für Sieg Danny gegen Williams PSG, Sieg gegen den Bruder. Wahrscheinlich werden wir jetzt ein Video reinkriegen von dem Interview. Eventuell von Danny Williams oder von seinem Bruder. Warum werden wir hier denn nicht, warum zeigen wir den denn nicht? Er müsste ja eine tierische Flap ziehen. So. Alles klar. Haben wir eine kleine XXL-Folge rausgehauen. Eine Bewertung von 2,0. Nicht schlecht. Schwarzer Bildschirm. Das Spiel in der Champions wieder Interview. Gegen ihren Bruder. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu schlagen? Er will immer wissen, der Reporter will immer wissen, wie es sich anfühlt. Super, klar, da war vielleicht auch ein wenig Glück dabei, aber Glück muss man sich auch erarbeiten. Wir haben unsere Chancen genutzt, die nicht, und das war entscheidend. Und naja, Terry ist ein guter Spieler, wie alle im Team, und ich bin sicher, die werden uns nächstes Mal einheizen. Gar keine Frage. Hat das Duell gegen ihn Spaß gemacht? Ja, sicher, hat echt Spaß gemacht. Klar, er hat mich gedeckt, oder naja, zumindest versucht es zu tun. Und als er das zuletzt hatte, war ich noch ein Knirps. Vielen Dank, Danny. Ja, sicher, gerne doch. Sehr souverän.
der Kollege. Wir werden immer lässiger hier in der Bewertung von 9,2. Der Transferwert ist nicht gestiegen. 78 schon mega krass. Das Ding hat gerade irgendwie über die Hälfte gebracht an Attributspunkten. So, und wir haben für heute erstmal genug gespielt, möchte ich behaupten. Wir spielen in der nächsten Folge mit keinem anderen weiter als mit Alex Hunter, denke ich mal. Nein, wir spielen mit Kim Hunter weiter, USA gegen England. Bis dann, Leute. Nächste Folge gibt's morgen. Tschüssikowski.